Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir und meiner neuen Bücherwoche. Und das ist ja jetzt tatsächlich schon die Bücherwoche 42 in diesem Jahr. Also ich bin ja immer eine Woche hinterher sozusagen mit dem Video. Und das ist schon ganz schön nah an der 52, was dann ja Jahresende bedeutet. Also wie ich jetzt so die Infos zu den Büchern hier rausgesucht habe und dann habe ich halt immer so die Kalenderwoche drüber stehen und dachte ich mir, okay, es sind jetzt irgendwie nur noch 10 Wochen. Es ist schon irgendwie irre, ne? Also gerade war ja noch Sommer und jetzt steht man schon so mit einem Bein irgendwie in 2019. Also es ist mir vorhin mal so ein bisschen gegangen und ich hatte mir, okay, der Herbst wird sich jetzt auch nicht aufhalten lassen. Es war jetzt in dieser Woche zwar noch sehr schön spätsommerlich, aber ab Donnerstag, Freitag war es dann doch wieder merklich kälter, sehr, sehr neblig. Und man hat definitiv Schal und Jacke und feste Schuhe gebraucht. Und die Zeit wird jetzt kommen. Man muss sich da jetzt ein bisschen drauf vorbereiten. Es ist fast ein bisschen wie eine Zombie-Apokalypse. Aber ja, zur größten Veränderung. Ihr seht es natürlich auf dem Kopf. Das kann ich ja immer gar nicht geheim halten. Das sind natürlich meine Haare. Ja, ich bin mal wieder braun. Nach 22 Monaten. Ja, bin ich mal wieder braun. Ich habe mich blondiert im Winter, also kurz um Weihnachten, vorher, nachher 2016. Und eigentlich ist es bei mir immer so, dass ich im Winter blond werde und im Sommer braun oder auch mal ein bisschen rötlicher. Und ich bin da ja eigentlich immer sehr verlässlich. So 2-3 Mal im Jahr verändere ich irgendwie die Haarfarbe. Und im letzten Jahr, also 2017, hatte ich überhaupt nicht das Bedürfnis, meine Haare zu verändern. Ich war super zufrieden und glücklich mit meinem Blond und auch in diesem Jahr. Aber irgendwie so die letzten 2-3 Wochen habe ich immer öfter mal so gedacht, Mensch, irgendwie, das ist also langweilig, das nervt dich und es wird jetzt Zeit für was anderes. Und ich meine, groß verändern kann man die Frisur halt nicht, weil sie ist halt aktuell einfach sehr kurz und ich hätte sie gerne so ein bisschen in den längeren Bob. Und wenn sie natürlich wachsen sollen, ist natürlich Blondieren das Schlechteste, was man eigentlich tun kann. Und ich bin dann so ein bisschen zu Hause rumgetigert und habe mich dann auf den Weg gemacht in den Rossmann, glaube ich. Ja, und bin da zielstrebig zu einem Karamellblond gelaufen, was dann zwar irgendwie doch dunkler ist, als ich mir Karamellblond vorstelle, aber mir gefällt die Farbe wieder ganz gut. Das Schöne ist natürlich jetzt irgendwie, man kann jetzt knalliges Augen- und Lippen-Make-up tragen und das funktioniert bei Blond. Ich finde das immer ein bisschen heikel, weil das überwuchtet halt sehr schnell, aber so wirkt das jetzt alles ein bisschen herbstlicher und ich fühle mich auch wieder sehr wohl. Ich habe schon wieder so 2 Tage gebraucht an jedem Spiegel, an dem man vorbeigeht und denkt sich, huch, wer ist das? Ne? Also es klingt immer so merkwürdig, aber das ist wirklich eine Veränderung und ich glaube, jeder, der sich mal farblich jetzt wirklich extremer verändert hat, nicht nur mal ein bisschen heller oder mal ein bisschen dunkler, der weiß, wie das ist, wenn auf einmal einem jemand Fremdes irgendwie im Spiegel anguckt. Aber und das Schöne sind natürlich immer die Reaktionen der anderen. Manche gucken dich doch irgendwie fragend an und überlegen, irgendwas ist anders, man weiß nicht was. Und natürlich vielen fällt das natürlich auch auf. Also das ist ja eine Veränderung, die auffälliger gefühlt ja gar nicht gehen kann. Man macht es ja jedem sehr leicht mit so einem Farbwechsel. Aber mir gefällt es wieder sehr gut. Ich fühle mich auch wohl und ich hatte direkt wieder Anlass, um mal in den DM zu gehen. Und ich habe natürlich braunes Trockenshampoo gebraucht, braunes Shampoo und allerlei andere Dinge. Und hatte hier einen schönen Grund, um das zu tun. Aber es soll hier ja gar nicht lange um meine Haare gehen, sondern um natürlich meine Bücher- und Lesewoche. Und die war diese Woche wirklich wieder sehr, sehr lesereich. Ich habe nämlich eine The Walking Dead Pause gemacht. Ich habe am Samstag die letzte Folge der 5. Staffel geguckt und habe dann für mich gemerkt, dass ich diese 2 Wochen Seriensucht, wo ich ja wirklich 5 Staffeln weggesuchtet habe, dass mir das unglaublich gut gefallen hat, aber mich auch sehr, sehr mitgenommen hat und auch so, ja, so eine innere Unruhe. Ich war mit meinen Gedanken ständig in The Walking Dead. Ich habe davon geträumt. Mich hat das wirklich, ich konnte mich auf nichts anderes mehr konzentrieren als auf diese Serie und wann kannst du endlich weiter gucken. Und habe dann jetzt einfach so nach der 5. Staffel gesagt, so, jetzt machst du mal eine Woche Pause. Ich freue mich jetzt wieder auf die 6. Staffel, die ich jetzt auch schon wieder angefangen habe, wenn ich das Video drehe. Und habe in der Woche nichts angeguckt an Serie oder sonst irgendwie. Ich wollte auch mit nichts Neuem anfangen und allen Leuten, die hier schwärmen, das von anderen Serien, ja, gerade brauche ich nichts Neues, denn ich werde auf jeden Fall auch erst The Walking Dead weitergucken. Mir ist jetzt schon von 2-3 Leuten gesagt worden, die Staffel 6 ist wohl eine ganz harte oder wird eine ganz harte für mich und ich bin natürlich sehr gespannt, wie wir da wahrscheinlich vielleicht irgendwie verlieren könnten, was da passiert.
Und ja, werde das aber schon ein bisschen langsamer angehen. Ich habe die Woche das Lesen und auch das Hörbuch hören unglaublich genossen. Also ich habe gemerkt, dass natürlich diese große Leidenschaft ein bisschen zu kurz kam. Und ja, ich habe natürlich Herr der Ringe gelesen in der vergangenen Woche und das war schon etwas Schönes. Aber ich habe gemerkt, so dieses, man freut sich abends aufs Hören oder aufs Lesen, dass das so ein bisschen von der Serie überschattet wurde. Also, na, ich meine, es muss halt beides so miteinander irgendwie existieren, gar keine Frage. Aber ja, ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Dementsprechend sind es diese Woche 4 Bücher geworden. Ich fange jetzt einfach mal so der Reihe nach an, wie ich sie beendet habe, wie immer. Und zwar, das erste Buch der Woche war Einfach losfahren von Fabio Wollo. Das ist mein zweites Buch des Autors. Mir hat ja das erste Buch sehr, sehr gut gefallen und da hatte ich mir hier das E-Book im Grunde besorgt und es gab es mal irgendwo zu einem Schnäppchenpreis, ich glaube von 4,99 und da habe ich mir das besorgt und wurde gelesen. Dann habe ich meine erste Tür gewählt, beziehungsweise habt ihr die auf Instagram gewählt und zwar Blutfeld von Markus Heitz. Das ist eben einer der 3 Türen, die sich jetzt in dieser Doors-Reihe öffnen lässt und ja, ich bin durch die erste Tür sozusagen geschritten. Dann habe ich die ganze Woche gehört, Nanos, Sie bestimmen, was du denkst, von Timo Leibig. Ein Science-Fiction-Roman, der sich eben um Nanotechnologie im Grunde kümmert und die Vergangenheit, die schreckliche Vergangenheit, in eine Zukunftsvision holt. Und ja, das schon sehr geil vom Klappentext klang und auch vom Hören wirklich, ja, gut war. Und das letzte Buch der Woche ist dann Eine neue Zeit. Das ist der zweite Teil der Hansensaga von Ellen Karster. Hier war ich ja sehr gespannt. Ich fand ja den ersten Teil wirklich sehr gut. Er kam für mich nicht an die Kliftensaga ran. Das ist ja so ein bisschen in diesem Jahr mein großes Bücherthema. Diese späthistorischen Bücher, die so, ich sag jetzt mal, rund 100, 110 Jahre zurückliegen oder in dem Fall auch ein bisschen weiter. Aber also diese Familien sagen, die sich, wenn es möglich geht, nicht um den Zweiten Weltkrieg drehen. Und ja, wir sind hier eben auch in Hamburg, deswegen auch die Hansensaga. Und ja, ich habe mich hier sehr auf den zweiten Teil gefreut. Wir starten aber der Reihe nach mit Einfach losfahren von Fabio Wollo. Das ist, wie gesagt, das zweite Buch, was ich von dem Autoren gelesen habe. Das erste war Noch ein Tag und eine Nacht und hatte mir sehr gut gefallen. Besonders der Schreibstil von Fabio Wollo fand ich toll. Ich habe auch noch ein Buch von ihm auf dem Sub. Ich glaube, das steht direkt hinter mir. Und ja, da bin ich natürlich auch sehr neugierig, wie mir das gefallen wird. Ja, in dem Buch treffen wir auf Michel. Er ist Ende 20 und hat einen besten Freund namens Frederico. Und ja, beide merken irgendwie so ein bisschen, ihr Leben ist so ein bisschen eingelaufen und ja, ein bisschen langweilig vielleicht. Und sie fragen sich irgendwann, ist das denn schon alles, was das Leben zu bieten hat? Und das erzählen sie uns natürlich so ein bisschen, wie ihr Leben eben aktuell ist. Und ja, Frederico sagt, er will etwas verändern und er reist los und berichtet natürlich dementsprechend auch ein bisschen von der Reise und lässt Michel so ein bisschen mit seiner, ja, Unzufriedenheit, die nicht ganz greifbar ist, eben auch zurück. Und Frederico entdeckt die Welt und als er aber zurückkommt, ist er ein veränderter Mensch und auch ein sehr kranker Mensch. Und ja, er stirbt an dieser Krankheit und Michel denkt sich in dieser Trauer so ein bisschen, er will jetzt den Platz von Frederico einnehmen und will das gleiche Glück wie sein Freund eben auch im Leben finden. Und hier haben wir natürlich so eine Geschichte über Freundschaft, über das Reisen, über was verändern, Gedanken sich, wenn man im Grunde sich mal mit sich selbst beschäftigt, mit anderen beschäftigt, was machen Reisen mit einem und ja, was ist eigentlich Glück für jeden? Und ja, das Buch war für mich so ein bisschen, ja, ein bisschen ungreifbar, muss ich tatsächlich sagen. Also, weil ich nicht so gar nicht so richtig weiß, was ich davon halten sollte. Zum einen muss ich wirklich sagen, der Schreibstil, wo bin ich denn heute mit meinen Gedanken? Der Schreibstil von Fabio Wollo ist für mich wirklich ein Hammer. Ich liebe es, wie er Dinge beschreibt, wie er Charaktere entwickelt, wie er diese rüberbringt, wie er Szenen, ja, im Grunde einem als Leser nahe bringt, sodass man das Gefühl hat, man ist irgendwie dabei. Als wäre man die dritte Person zum Beispiel jetzt in dieser Geschichte und man spricht mit Michel und auch mit Frederico. Und das ist etwas, was ich ganz besonders finde und ich wirklich bei Fabio Wollo ganz, ganz toll finde. Ich mag diesen Charme auch, den die Geschichten haben, das bisschen poetische, wie er mit Wörtern umgeht und er reißt mich damit wirklich unglaublich mit. Ich finde auch super spannend, dass wir hier eben einfach in der Regel Männer als Hauptcharaktere haben. Das hatten wir im anderen Buch auch schon und ich finde das einfach mal spannend, so Gedanken ja von Mann irgendwie zu erfahren. Also wie eine Frau tickt,
ja, kann man ja irgendwo als Frau vielleicht besser nachvollziehen als beim anderen Geschlecht. Und das, insofern Gedanken geschlechterspezifisch sind, reiße ich mich jetzt gerade in eine Geschlechterdiskussion. Ihr wisst, denke ich, wie ich das meine. Und das finde ich tatsächlich auch mega interessant. Ich mag es, wie mir einfach mal so diese Seite gezeigt wird. Also was denken Männer, wie denken Männer, worüber machen die sich vielleicht Gedanken, was man als Frau vielleicht für selbstverständlich nimmt und umgekehrt, ne? Also das finde ich wirklich spannend, weil es eben auch zum Teil wirklich andere Sichten sind auf die Dinge. Und das macht es, finde ich, für mich tatsächlich so neu, so spannend und neuartig. Und ich lese das unglaublich gerne. Leider aber war die eigentliche Geschichte doch ziemlich kitschig, das muss man ganz klar sagen. Und ich fand sie auch zum Teil sehr unglaubwürdig. Also das war so meine Probleme mit der Geschichte, dass ich den Stil unglaublich gerne mag, ich mich gerne mitreißen lasse. Aber bei vielen Dingen denke, ach, jetzt übertreibst du es aber. Oder eben auch so denke, ach, das ist einfach so unrealistisch, dass man sich das, dass das einfach too much wurde. Und das ist so, wo ich so denke, Mensch, ne? Das ist so ärgerlich, dass einem eigentlich doch etwas begeistern kann, aber zur anderen Seite hat man eben auch Dinge, die man nicht so gut findet und wo man immer denkt, ach Mensch, Junge, jetzt, mach's doch irgendwie anders, nur nicht so, dass das nicht der Weg irgendwie ist. Und ja, alles in allem war es eine gute Geschichte. Ich möchte sie gar nicht so schlecht reden, weil sie war nicht schlecht. Also ich habe sie ja auch an einem Wochenende weggelesen und ich bin immer dran geblieben und natürlich ist das Buch jetzt auch nicht zu dick. Ich glaube, mit ein bisschen was über 200 Seiten. Aber ich habe das sehr genossen zu lesen, aber hatte eben so meine Momente, wo ich denke, naja, und ja, also es war nicht ganz rund, aber es war wirklich schon eine schöne Geschichte. Und ich werde auch noch das dritte Buch von Wabio Wollo lesen, um herauszufinden, ja, ist das ein Autor, den ich weiterverfolge oder nicht. Weil bei zwei Büchern ein sehr gutes mit Aber, ja, das, na, muss man jetzt irgendwie mal gucken, was vielleicht die dritte Geschichte sagt. Und weil mir einfach so, ja, auch dieser italienische Charme einfach so gut gefällt. Also ich habe so das Gefühl, dass das so gut rüberkommt in den Geschichten und auch irgendwie Spaß macht. Und eigentlich möchte ich es mögen, ne? Das ist dann immer so, immer so ein bisschen schwer. Und dann habe ich euch auf Instagram abstimmen lassen, welcher meiner zwei Doors-Bücher, welche meiner zwei Türen soll ich durchschreiten. Ich habe ja zwei Bücher vom Knauer Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Und zwar, ja, ist das im Grunde die neue Reihe von Markus Heitz, die Doors-Reihe, die er mit einem kostenlosen 80-seitigen Leseexemplar als E-Book begonnen hat, uns die Geschichte im Grunde erzählt. Und am Ende dieser Vorgeschichte steht man eben vor drei Türen. Und dazu gibt es jetzt eben auch drei Bücher. Es gibt zum einen Blutfeld, das habe ich jetzt in der Hand. Es gibt Kolonie und es gibt Dämmerung. Und ich habe ja auch noch ein zweites Buch hier oben liegen. Ich habe zwei vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen und ja, konnte mich aber gefühlt gar nicht entscheiden, durch welche der Türen ich überhaupt gehen soll und hatte dann auf Instagram eine Umfrage gestartet und ihr wart so nett und habt euch für Blutfeld erschienen. Ich möchte ganz vorneweg sagen, dass ich diese Idee hinter dieser Buchreihe grandios finde. Ich finde die total innovativ und finde es großartig, was sich Markus Heitz und auch der Verlag dazu einfallen haben lassen. Denn wir haben hier eben eine Vorgeschichte. Hier verschwindet eine junge Frau und Forscher, Wissenschaftler treten eben in dieses Haus ein und gehen auf die Suche nach der Tochter, können sich gar nicht erklären, wie die unter dem Haus in irgendeinem Höhlensystem verschwinden kann und ja, wir begleiten die im Grunde und ja, durch die verschiedenen Türen kommen wir in verschiedene Zeiten beziehungsweise in verschiedene alternative Welten. Bei Blutfeld ist es jetzt ja so, dass wir in das 9. Jahrhundert kommen und uns da im Grunde auch so erklärt wird, was da eigentlich passiert. Die Idee finde ich grandios. Es gibt diese Vorgeschichte mit 80 Seiten, die als E-Book herunterladbar war, die umsonst war und die man eben auch lesen konnte und dann entscheiden konnte, welche der drei Türen findet man am spannendsten. Man kann natürlich durch alle drei gehen, aber jede Geschichte funktioniert für sich. Auch die Idee, dass man jede Tür einzeln in ein Buch packt, fand ich noch irgendwie eine gute Idee, bis ich dann diese Bücher in der Hand hatte. Das muss ich ganz klar sagen. Es sind Bücher mit um die 280 bis 320 Seiten. Und ich weiß nicht, ob man es jetzt gut in der Kamera sieht, dass hier ein Teil der Seiten, da sieht man es wahrscheinlich, dunkler ist als der Rest. Denn die 80 Seiten der Vorgeschichte, die sind auch so gekennzeichnet mit diesem Rand, ne?
diese Seiten sind in jedem der Bücher. Das heißt, diese kostenlose Vorgeschichte ist in jedem dieser Bücher enthalten. Was natürlich Sinn macht. Muss man natürlich ganz klar sagen, weil jemand, der einfach in die Buchhandlung kommt, oh, ein neuer Heiz, der weiß vielleicht nichts von den 80 Seiten, liest das und muss ja auch wissen, um was es geht. Dafür aber dann, dass man im Grunde sagt, mein Buch ist jetzt, glaube ich, das dickste. Blutfeld ist mit 320 Seiten, glaube ich, der dickste der drei Bände, was ja im Grunde nur 240 Seiten für den Rest der Geschichte sind, wenn man die 80 abzieht, 10 Euro zu verlangen, sowohl als Taschenbuch, auch als E-Book, was ich sowieso immer eine Schweinerei finde, wenn das E-Book genauso viel kostet wie das eigentliche Buch, muss ich echt sagen, bin ich ganz schön schockiert. Also das ist wirklich was, wo ich denke, hätte man die drei Geschichten, die ja dann nicht mehr als 220, 240 Seiten sind, nicht in einen großen Band packen können, vielleicht dafür eine broschierte Ausgabe, irgendwie für 20 Euro und dafür hat man aber auch ein Buch in der Hand. Ich muss ehrlich sagen, dass mich, so geil ich diese Idee finde, dass mich das hier schon so ein bisschen Fragen zurücklässt, wohin geht der Weg? Hat es der Buchhandel oder die Verlage eigentlich noch nicht richtig verstanden? Bin ich nur die, die das irgendwie frech findet? Ich weiß es nicht. Sagt mir das gerne mal in den Kommentaren. Wer die Hörbücher hört, da ist es wohl so, dass bei den Hörbüchern konnte man sich ja auch die 80 Seiten, glaube ich, umsonst anhören. Und jeder Band ist dann zu einem halben Guthaben erhältlich, was dann ja nur 5 Euro zum Beispiel beim aktuellen Abo wären, was ich auch absolut in Ordnung finde. Und man hat aber die 80 Seiten sozusagen nicht drin, sondern man kann die sich anhören und kann dann die drei Geschichten im Grunde anhören, also ne, ohne dass man immer diese Vorgeschichte vorspulen oder so muss. Ich weiß gar nicht, wie es beim E-Book ist, das habe ich nicht, dementsprechend habe ich keine Info. Wer vielleicht das E-Book hat, kann das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Also das war für mich, als ich die Bücher bekommen habe, schon so, wo ich dachte, sind jetzt wirklich auch noch 80 Seiten der Vorgeschichte drin? Und das Buch hat halt dann nur 240 Seiten, die Geschichte hier. Das ist halt schon ein bisschen wenig, ne? Das ist gefühlt ja auch nur ein halbes Buch. Und deswegen frage ich mich, warum man nicht einfach alle drei Türen in ein Buch gepackt hat. Man hätte sich halt dann immer die 80 Seiten, also hätte man halt nur einmal gehabt und dann hätte man ja durchaus sagen können, Tür 1 so und so, Tür 2 so und so, Tür 3 so und so. Ja, jetzt sagt vielleicht jemand, Mensch, mich interessiert nur eine der drei Türen. Aber ist das so? Also ich stehe da irgendwie im Twist mit mir selbst und finde aber einfach für 240 Seiten 10 Euro sowohl als E-Book als auch als Taschenbuch schon ein bisschen heavy. Ja, natürlich will der Autor was verdienen, der Verlag, die Druckerei, der Buchhandel. Ich kann mir jedes Argument dafür vorstellen, aber das wirkt irgendwie schon für mich ein bisschen komisch. Aber genug des Vorgeplänkels. Aber ich finde einfach, das ist was mich beschäftigt, was mich beim Lesen beschäftigt hat. Und ich finde, dafür sind wir ja irgendwie hier, um über solche Dinge auch einfach mal zu sprechen. Ja, wir sind nun hier eben in dem Höhlenlabyrinth und unter dieser Villa, in der wir uns ja befanden, in dieser Vorgeschichte, gibt es nun eine rätselhafte Tür, die uns im Grunde ins 9. Jahrhundert bringt. Das ist übrigens die Tür mit dem Ausrufezeichen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, ich glaube mit dem Ausrufezeichen. Und die bringt uns eben ins 9. Jahrhundert, in das grausame und düstere Mittelalter. Und das war, glaube ich, schon so ein bisschen mit die Weltvariante, die mich am meisten angesprochen hätte. Dennoch ist es nicht das klassische Mittelalter. Und wer eigentlich immer von düster und grausam spricht, der vergisst, glaube ich, dass das 20. Jahrhundert wohl das brutalste überhaupt war in der Vergangenheit der Menschen. Aber nur mal so viel dazu. Denn die Geschichte ist natürlich nicht einfach das normale Mittelalter, sondern es ist eine alternative Version des Mittelalters. Denn Männer sind hier nichts wert. Und da frage ich mich wieder, warum ist das zurzeit immer irgendwie so ein Thema? Und Frauen regieren die Welt. Und wir haben hier eben aktuell zwei Kaiserinnen, die voller Intrigen sind und sich eben auch auf dem Schlachtfeld begegnen. Es gibt große Schlachten, viele Intrigen und Verschwörungen. Und wir stecken mit unserer Forschungsgruppe, die auch nochmal sehr schön im Grunde auf den Rückseiten sozusagen der Cover uns nahegebracht werden. Mit unserer Crew sind wir im Grunde unterwegs und befinden uns hier mittendrin. Es gibt
irgendwie eine logische Erklärung für diese Zeitreise. Also man erfährt, wie diese Türen funktionieren, was es damit auf sich hat. Und wir erleben eben diese Geschichte auch auf zwei Zeitebenen. Einmal sind wir eben im 9. Jahrhundert und begleiten die Forschungsgruppe. Und auf der anderen Seite sind wir in unserer Jetztzeit und begleiten eben auch einen Charakter, den wir aus diesen 80 Seiten kennen, im Jetzt. Und diese Verbindung fand ich wirklich sehr, sehr gelungen. Die hat mir wirklich Spaß gemacht. Was aber das große Aber ist, ist, dass der Plot einfach viel zu schnell erzählt ist. Es sind halt nur 240 Seiten. Und das für im Grunde einen fiktiven High-Fantasy-Roman, der auch noch auf zwei Zeitebenen spielt, ist das einfach viel zu wenig. Der Plot ist grandios. Es ist eine geniale Story, die sich Markus Heitz hat ausgedacht. Aber es geht alles viel, viel, viel zu schnell. Es passiert Schlag auf Schlag. Man hat keine Zeit, mit einzutauchen. Man hat keine Zeit, die Umgebung beschrieben zu bekommen, wo man gerade ist, was man ist, wer man ist, wie die Welt aufgebaut ist. Es geht alles rasend schnell. Und schwupps, passieren im Grunde schon die ersten wichtigen Dinge und dann wumm, 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 wumm. Und dann ist die Geschichte schon irgendwie zu Ende. Also ich sauge fast diese 240 Seiten in einem Zug ein. Es waren zwei Atemzüge und irgendwie war ich fertig und ich saß so davor und dachte, hä? Ich war an mancher Stelle sehr verwirrt, was, wie, wann, wo passiert ist, wie schnell das alles ging. Ich konnte mir die Umgebung leider gar nicht gut vorstellen und ja, ich bin natürlich, was High Fantasy angeht, sehr verwöhnt, weil ich da einfach Lieblinge habe, die ganz, ganz viel ins Worldbuilding stecken und das hat man hier gefühlt gar nicht gehabt. Man kann sich auch nicht in die Charaktere hineinfühlen und es sterben unglaublich viele. Und man fühlt überhaupt nicht mit, weil man eben gar keinen Bezug zu diesen Charakteren hat. Also es betrifft einen nicht. Während ja zum Beispiel beim Herrn der Ringe, bei Das Lied von Eis und Feuer, bei vielen anderen Geschichten, man ja mitleidet, wenn da einer stirbt. Selbst wenn das kein beliebter Charakter ist. Man hat irgendeine Emotion. Entweder ist man freudig darüber, man ist sauer darüber, man ist traurig darüber. Und hier war alles sehr emotionslos. Und ja, das ist eine gewisse Kunst, die Markus Heitz durchaus kann in seinen Geschichten. Also, dass er Dinge schon emotionslos schreibt, um das sehr neutral zu machen. Und das klappt bei mir eigentlich immer relativ gut, dass ich trotzdem, also meine eigene Emotion habe und nicht die aufgedrückte vom Autor, wenn man so möchte. Hier hatte ich gar keine Emotionen, außer dass ich manchmal wirklich gestresst gefühlt war und auch einfach viele Fragen hatte. Und ja, es wirkte für mich leider auch ein bisschen konstruiert und es war mir auch doch zu blutig und zu brutal. Also George R. R. Martin ist dagegen gefühlt fast nichts, ne? Also mit Ausnahme ein paar Szenen in Das Lied von Eis und Feuer, aber ja, das, ja, ne? Und auch dieses ganze Zeitparadoxum, auch dass das eben eine Auswirkung hat, wie dieses alternative Mittelalter irgendwie ausgeht zu unserer Jetztzeit, das fand ich irgendwie ein bisschen beschränkt und ich kann es nicht greifen. Also ich weiß noch nicht, ob ich vielleicht doch einfach nochmal das, also ich werde auf jeden Fall das zweite Buch, was hier liegt, natürlich lesen. Vielleicht begreift man es dann auch irgendwie mehr. Vielleicht muss man doch irgendwie alle drei Geschichten lesen, um es zur Gänze begreifen und greifen zu können. Und ist das dasselbe? Ja, also es ist eine geile Story, es ist eine geile Idee, aber für mich viel, viel, viel zu schnell und ich konnte mich da gar nicht fallen lassen. Jetzt kann man sagen, ja, vielleicht ist das natürlich Absicht, man saugt den einen Roman, den nächsten, den dritten, ja, das kann schon sein. Ich meine, was sind im Grunde 240 Seiten? Das ist, ich meine, wenn man das Lied von Eis und Feuer nimmt, da hat man im Grunde über 5000 Seiten in 5 Bänden, also zumindest in der englischen Version. Das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar, das will ich auch gar nicht machen. Aber wenn ich eine High-Fantasy-Welt habe, muss die doch irgendwie für den Leser erlebbar sein. Und ich finde, das ist irgendwie zu kurz gekommen. Das finde ich wirklich, das finde ich irgendwie sehr schade. Es ist sehr gut, die Story ist grandios, die Charaktere, es macht alles schon, also ja, aber viel, viel, viel zu schnell. Und wenn ich mich gestresst fühle beim Lesen, das kann ich irgendwie nicht greifen. Ne? Also das, ich bin trotzdem gespannt auf die zweite Tür. Ich habe ja noch, ich greife glaube ich mal nach oben, ich habe ja noch Dämmerung hier. Kolonie war ja, glaube ich, genau, das ist hier diese Zukunftsvision und Kolonie ist ja diese alternative 40er Jahre Zweite Weltkriegszeit, die,
ja, weiß ich nicht, wie ich das finde. Ja, wird auf jeden Fall noch gelesen und ich bin einfach sehr gespannt, ja, wie es da irgendwie weitergeht. Also hier sieht man auch das Ausrufezeichen und das X und ich weiß gar nicht, was das dritte da noch war, habe ich schon wieder vergessen. Ach, man ist einfach über 30, manchmal vergisst man da Themen. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht hat ja auch einer von euch schon irgendwie eins dieser Doors-Bücher gelesen und mag dazu mal was erzählen. Eine liebe Zuschauerin, die liebe Nike, die auch immer mal wieder kommentiert, liebe Grüße an dich, hat auch so ein bisschen was Ähnliches mir geschrieben, dass sie einfach auch sehr verwirrt ist und nicht so richtig durchsteigt. Also ich kann das irgendwie nachvollziehen. Also, obwohl man schon denkt, dass man eigentlich aufmerksam liest, aber... Ja, es geht dann weiter mit, parallel schon gehört, habe ich dann natürlich ein Hörbuch. Es wurde diese Woche Zeit wieder für ein Hörbuch Zeit. Und zwar Nanos, sie bestimmen, was du denkst, von Timo Leibig. Und ich habe hier das Hörbuch vom Verlag bekommen. Das wird gesprochen von Uwe Teschner, den ich ja schon bei Size wirklich grandios fand. Ich mochte seine Stimme sehr, ich mochte, wie er das alles vertont. Und ich hatte mich hier sehr gefreut, ein Hörbuch von Uwe Teschner zu hören. Ich glaube, er spricht auch die Hörbücher von Heitz, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Aber ja, also eine ganz, ganz tolle Stimme. Und ich habe mich hier sehr auf diesen Science-Fiction-Roman gefreut. Und ja, wir sind hier in einem zukünftigen Deutschland 2028, also gar nicht so weit weg. Und wir haben Johann Kelis und der ist im Grunde eine Art Bundeskanzler der Republik. Und ja, nebenbei kontrolliert er aber auch die Lebensmittelgeschäfte. Das heißt, alles, was irgendwie Import, Export, was hier hergestellt wird, produziert wird, geerntet wird, geht alles über seinen Tisch. Es gibt eben auch nur noch seine Produkte. Es gibt keine Alternativen mehr. Man importiert gefühlt nichts mehr. Und dafür gibt es einen guten Grund. Denn über die Lebensmittel und auch weitere ja, Genussmittel nimmt die Nation Nanopartikel auf, die im Grunde durch diese Nahrung an uns Menschen übertragen wird, die im Gehirn dann aktiv werden. Und ja, so kontrolliert Kelis eben die Gefühle und das Denken ja, seiner Bevölkerung und kann es im Grunde an- und ausschalten, was und wie er es gerade braucht. Doch es gibt, ja, wie es natürlich sein soll, noch einige Menschen, die immun dagegen sind, die natürlich auch den Schein wahren müssen, weil sonst natürlich ja, Gefängnis, wenn nicht gar Schlimmeres irgendwie darauf steht, wenn man eben irgendwie ein Nano-Verweigerer ist. Und man holt den Schrecken ja, der Nazi-Zeit, im Grunde dieses Regimes, holt man in die Zukunft und setzt noch einen drauf. Und das ist wirklich was, wo ich manchmal schon ganz schön schwer geschluckt habe. Wenn man über die Vergangenheit eigentlich schon denkt, dass die grausam genug war, dass sich das keiner hätte ausdenken können und es setzt ein Autor noch einen drauf, das ist schon... Und man kann sich das auch noch gruseligerweise vorstellen. Das ist so, ja. So, ich bin heute irgendwie ein bisschen durcheinander. Es tut mir leid, es ist natürlich so das Endfazit, dass ich jetzt so hier mitten reingeschmuggelt habe. Ja, ich war die ersten, ja, 2 Stunden der Geschichte irgendwie verwirrt. Das muss ich ganz klar sagen. Es war sehr technisch, es war sehr theoretisch. Man hat da so einen Moment gebraucht, bis man in diese Zeit gefühlt wurde, bis man hineingezogen wurde, bis man verstanden hat, wie diese Zeit funktioniert, wie die Menschen durch diese Nanotechnologie eigentlich funktionieren, was hier der Kanzler auch eigentlich damit bewirkt. Und das kann sich, glaube ich, von uns jeder auch einfach so ein bisschen vorstellen, wenn man in die Welt umguckt und sich vorstellt, dass da einer, der etwas höheren ja, Männer und Frauen an der Macht irgendwie uns mit ja, Nanotechnologie beeinflussen. Das kann schon eine ganz schön gruselige Vorstellung sein. Wir begleiten verschiedenste Personen, zum einen eben Menschen, die tatsächlich ja, im Grunde dem System ja, hörig sind, was anderes ist es ja nicht, aber zum Beispiel auch Malek, der saß jahrelang in einem Gefängnis und ist dadurch irgendwie immun geworden, hat diese Nahrung nicht so aufgenommen, damit die Nanopartikel so funktionierten, wie sie sollten. Und wir lernen ihn und dann eben somit auch die Untergrundbewegung kennen, haben aber eben auch einfach verschiedene Perspektiven, die uns eben die Geschichte so aus verschiedenen Sichten so ein bisschen erzählt. Ja, wir haben eben so diese vergangene, ich sage jetzt mal deutsche Geschichte mit der NS-Zeit, die eben wirklich so in die Zukunft geschoben wurde. Und im Grunde ist es eine interessante Erklärung. Also ich meine, der eigentliche Mensch kann ja dann jetzt nichts mehr dafür, wie er so ist durch diese Nanotechnologie.
was jetzt natürlich nichts mit der Vergangenheit zu tun hat, aber so diese Vorstellung. Und es wird natürlich noch viel schlimmer, es wird viel mehr hingenommen und es wird eben noch viel, viel grausamer. Und mich hat es an mancher Stelle an die Matrix erinnert, weil man da ja im Grunde, wir sind ja dann in einem Computerprogramm, also unser Geist ist ja dann nur in einem Computerprogramm und wird gesteuert. Und der Körper taugt ja in der Matrix zu etwas anderem. Und so ein bisschen wie diese Hülle konnte ich mir das sehr, sehr gut, ich sag mal nach den ersten 1,5, 2 Stunden, sehr, sehr gut vorstellen. Denn der Stil, wie das erzählt wird, der ist spannend, packend, er ist gut durchdacht und er hat wirklich so etwas Science-Fiction-mäßiges, so ein bisschen wie Eschbach, was ich ja sehr liebe, was eben gar nicht so extreme Fiktion ist, sondern das ist erschreckend greifbar. Also das ist wirklich was, was mich beängstigt gleichermaßen, aber auch natürlich spannend zurücklässt, weil man natürlich in der Geschichte echt sagen muss, das kann passieren. Also das ist für mich gar nicht so abwegig und umso gruseliger gefühlt ist es dann natürlich. Also der Schrecken hört halt nicht auf, sondern er bleibt und man hat so das Gefühl, das ist, wann fängt das tatsächlich an so zu sein? Würden wir es merken? All diese Dinge kann man sich dann fragen und fragt man sich auch in der Geschichte. Und dadurch, dass man eben auch so diese Untergrundbewegung mitverfolgt, die eben dagegen ja irgendwo wo ankämpft, ist das total faszinierend. Also auch, wie reagiert die Welt? Wie, was funktioniert da? Wie erklärt man all das? Und so weiter und so fort. Und man hat hier wirklich von Timo Leibig eine Geschichte bekommen, die ich ganz spannend fand, sehr packend fand, mitreißend fand. Es war ein flüssiger Schreibstil. Er war natürlich ein bisschen technisch und theoretisch, das muss er halt bei Science Fiction auch einfach ein bisschen sein, damit es irgendwie Sinn macht mit dieser Nanotechnologie. Was ich sehr schade fand, ist, dass das Ende doch einige Fragen offen lässt und es für mich so ein bisschen wirkt, wie wenn es noch einen zweiten Band geben wird. Was ich dann wieder schade fände, weil ich es halt wieder als Einzelband eigentlich gekauft, gelesen habe, also gekauft habe ich es ja nicht, habe es vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, aber für mich eben auf der Wunschliste, im Gedanken war es ein Einzelband, es ist nirgendwo erkennbar, dass es ein zweiter Band ist, was ich einfach schade finde, weil vielleicht würde man dann auch einfach auf den zweiten Band warten, das will natürlich der Verlag nicht, keine Frage, aber ihr wisst, na, dann geht man mit einem anderen Erwartungshaltung an das Buch, weil man eigentlich ein Ende erwartet und in dem Fall keins bekommt, was jetzt die Geschichte ja nicht schlechter macht. Aber man sollte sich darauf einstellen, dass es eben doch ein bisschen Fragen offen lässt und man nicht zur Gänze sozusagen mit Antworten befriedigt sozusagen wird, sondern eben, ja, man jetzt wahrscheinlich so ein bisschen auf den zweiten Band wartet. Also, ja. Es war spannend, packend, geile Science-Fiction. Und wenn man so die ersten 100 Seiten, denke ich mal, ja, also 2 Stunden geschafft hat, dann ist man drin. Und dann rast das weg. Und dann will man einfach nur noch hören und wissen, wie es weitergeht. Und das hat Timo Leibig wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und das letzte Buch der Woche ist dann Eine neue Zeit, der zweite Teil der Hansensaga von Ellen Carster. Ich hatte ja den ersten Teil recht zeitnah nach Erscheinen gelesen und wollte ja so ein bisschen Clifton-Gefühl mitnehmen und hatte mich hier sehr gefreut, dass wir hier eben in Hamburg sind und gleichzeitig so ein bisschen eine Kolonie in Kamerun besucht haben und da eben so ein bisschen kennenlernen konnten. Und mir hatte ja der erste Teil gut gefallen. Ich fand so diese verschiedenen Perspektiven, die wir kennengelernt haben. 1890 ging es los, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Oder 80, oh, ich weiß es gerade nicht mehr. Irgend sowas in dem Dreh. Und wir begleiteten im Grunde im ersten Teil ja schon Luise und ihre Familie, die eine angesehene Handelsfamilie in Hamburg waren. Und diese Familie begleiten wir. Es kommt hier im Grunde dazu, dass das Geschäft so ein bisschen leidet, sich der Vater von Luise auf den Weg nach Kamerun macht, um eine Kakaoplantage, zu halten, zu fördern, um dann eben den Kakao in Deutschland und auch in Wien im Grunde größer zu machen, als es Kaffee je sein könnte. Und so haben wir eben so eine Perspektive gehabt von Wien. Da ist der eine Onkel von Luise, der andere Onkel blieb in Deutschland und hat das Kontor im Grunde mit Ware gefüllt, mit Leben gefüllt. Und zum anderen waren wir eben mit Luise und ihrer Familie in Kamerun. Und es ist einiges in der Familie dann auch passiert. Und der zweite Teil setzt jetzt direkt im Grunde ein paar Monate nach dem ersten Band ein. Dementsprechend kann man jetzt zur Handlung von Band 2 nicht ganz so viel erzählen, weil man natürlich dann das Ende von Band 1 spoilern würde. Und ich versuche wirklich nur zu meinen Gedanken, zum Buch, zu meiner Meinung zu erzählen und so wenig wie möglich zur Handlung. Was mir unglaublich gut gefällt an der Hansensage ist so die Zeit, in der wir sind.
weil ich das ganz spannend finde, auch mit dieser Kolonialzeit, das mal so kennenzulernen, dass eben auch Deutschland ja Kolonien hatte, als Europa der Meinung war oder auch die Welt der Meinung war, wir teilen jetzt mal Afrika aus, wir holen uns da im Grunde ja dieses Geschäft von Afrika, was da alles besteht an Schätzen, nach Europa, teilen das auf und halten das irgendwie unter Kontrolle. Dass das natürlich nicht gut ausging für Afrika, ich glaube, das wissen wir alle, dass diese Zeit nicht gerade, ja, dass sich da irgendein europäisches Land mit Ruhm bekleckert hat, da würde ich jetzt auch einfach meinen Kopf schütteln. Ja, aber dennoch fand ich diese Anfänge sehr, sehr spannend und eben auch Luises Sicht auf die Dinge. Luise war, glaube ich, im ersten Teil 15, 16, ja, ich glaube. Und ich fand das sehr spannend, wie sie diese Welt entdeckt hat. Nämlich ganz anders, als das zum Beispiel ihre Mutter und Schwester getan haben, die total eine Abneigung gegen diesen schwarzen Kontinent hatten, gegen dieses Leben, auch irgendwie den Vater nicht so verstanden mit der Plantage. Und ja, Luise aber einfach schon ein sehr selbstbewusstes Mädchen war, für die damalige Zeit überhaupt nicht gern gesehen war, schon immer mitgedacht hat, sehr wusste, was sie wollte und das im Grunde schon im ersten Teil ja sich auch einfach bis in den zweiten Teil sozusagen durchzieht. Sie widersetzt sich auch so ein bisschen dem Verhalten der klassischen Frauen zur damaligen Zeit, also dieses Heiraten, 5 Kinder, es muss auch nicht Liebe sein bei dem Mann, den ich finde, und ja, das will sie eigentlich nicht für ihr Leben, aber sie versteht schon, dass sie eine gewisse Rolle zu spielen hat und das war gefühlt damals eben auch einfach so. Und gleichzeitig haben wir den Onkel von Luise, der sich nach Wien aufmacht, der dort auch eine bezaubernde Frau kennenlernt, die er unglaublich schätzt und mag und auch, glaube ich, anfangs noch so dachte, das ist Liebe, dann aber doch schnell herausfindet, dass eigentlich seine Zuneigung ja dem Bruder seiner Frau gehört. Und das ist natürlich auch ein sehr schwieriges Thema zur damaligen Zeit, wie da mit Homosexualität umgegangen wurde. Und ja, das birgt natürlich großes Risiko und auch ja Gefahren sozusagen in sich, was da in dieser Zeit, in dieser Welt so ein bisschen passiert. In Deutschland haben wir den anderen Onkel begleitet, der dann im Grunde ja alles so ein bisschen gefühlt ja zum Abgrund bringt und was dann eben auch einige Dinge in Gang bringt, wie sie dann sich eben im zweiten Teil sozusagen zeigen. Und jetzt wird es gefühlt hier unglaublich hell. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht aussehe wie eine Leiche, weil jetzt das Licht auch noch so, die Sonne so reinkommt. Aber wir beschweren uns ja nicht über die Sonne. Mir hat, wie gesagt, der erste Teil sehr, sehr gut gefallen und ich mochte tatsächlich auch Band 2. Sprachlich hat es mir unglaublich gut gefallen. Man fühlt sich in diese Zeit hineinversetzt. Die Menschen sprechen so miteinander, wie man es irgendwie aus der Vergangenheit im Grunde erwartet. Sie verhalten sich so, uns wird das auch so ein bisschen nahegebracht. Auch die Gepflogenheiten fand ich sehr, sehr spannend gemacht und man hat die Welt damals einfach sehr, sehr gut vor Augen. Es war allerdings sehr, sehr viel langsamer erzählt als im ersten Teil. Und jetzt könnte man sagen, Steffi, gerade beschwerst du dich bei Heiz, es war zu schnell, hier ist es zu langsam. Ja, es ist eben nicht viel passiert. Es ist auf diesen 400 Seiten nicht so viel passiert, dass man damit hätte 400 Seiten füllen müssen. Das muss man auch jetzt hier ganz klar sagen. Ich habe ständig darauf gewartet, dass jetzt irgendwann mal was passiert, was den Spannungspegel hebt. Ich habe 100 Seiten gelesen, jetzt müsste es losgehen. 200 Seiten, oh, jetzt passiert was. Und immer so weiter. Und im Grunde waren die letzten 100 Seiten wirklich so das, wo ich denke, ja, das war der Spannungspegel aus Band 1. Also es ist schon eher so eine Geschichte, die so ein bisschen vor sich hin dümpelt, die so ein bisschen erzählt und erzählt und erzählt, aber eigentlich nicht viel zu erzählen hat. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, weil ich so dachte, es gibt so viel Reibepotenzial und Dinge, die passieren können, die schlecht laufen, die irgendwie verändert werden müssen von Luise oder sonst wem und dass das sehr wenig passierte. Es löste sich alles sehr leicht in Wohlwollen auf. Also es sind einige Szenen, die eben einfach so, ja, da ist das Problem und dann ist es gelöst und es hat nicht sehr viele Reibungspunkte gegeben. Und dann gibt es aber so 1, 2 Konflikte, wo ich dachte, ach ja, jetzt läuft man auch noch offenen Auges sozusagen in sein Unglück. Also wo ich dann auch so denke, Mensch, so dumm ist man eben einfach als Erwachsener nicht. Ja, ich will das gar nicht pauschalisieren, aber es gab so 1, 2 Dinge, wo ich dachte, ach Mensch, Leute, jetzt verkauft mich mal als Leser nicht so richtig für blöd. Zudem hat mir so ein bisschen das Kamerun-Feeling aus dem ersten Teil gefehlt, was ich ja sehr besonders fand im ersten Teil, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Das hat mir hier halt leider ja schon gefehlt. Und ja, das fand ich einfach sehr, sehr schade. Es war ganz okay, es war gut, gar keine Frage, aber es kommt für mich nicht an Band 1 ran und auch gar nicht an die Clifton-Saga. Und ich bin sehr gespannt, wann der dritte Teil erscheinen wird, ob das dann der Abschluss der Reihe sein wird oder ja, wie viele Teile es überhaupt von der Hansen-Saga geben wird. Auch gerade wie jetzt so, ja, dieses letzte in der Geschichte passierte dann irgendwie Auswirkungen haben wird auf diese Hansens.
ja, wie sich dann die Welt einfach verändern wird. Also, ja, es ist eine schöne Geschichte, so für zwischendurch. Es hat auch Wohlfühlatmosphäre. Für mich wäre es definitiv eher ein Hörbuchkandidat. Allerdings, soweit ich weiß, gibt es das noch gar nicht als Hörbuch. Ich weiß, dass es den ersten Teil gab. Aber entweder kommt er jetzt sehr verspätet oder vielleicht auch gar nicht. Das weiß ich gar nicht bei dem kleinen Verlag. Ja, dementsprechend, ja, weiß man es natürlich nicht. Ja, das war es jetzt auch schon buchtechnisch. Wie gesagt, diese Woche habe ich eine The Walking Dead Pause gemacht, also keine Folge angeguckt. Ich habe dann am Wochenende, also an dem für die nächste Bücherwoche Wochenende, dann natürlich schon so ein bisschen mit Staffel 6 wieder angefangen. Ich glaube auch, dass die Woche Pause gut war. Also es hat mir lesetechnisch einfach viel, viel Spaß gemacht, Bücher zu lesen, Hörbücher zu hören und nicht so diesen Serien Gefühl nachzugeben. Das muss man ganz klar sagen. Es ist da, man kommt sich schon ein bisschen vor wie ein Chunky. Nicht, dass ich wüsste, wie sich der anfühlt, aber es war schon so ein bisschen, wo man denkt, oh, ich möchte eigentlich jetzt unbedingt ganz dringend weitergucken. Ja, was gar nicht so leicht ist, aber man kann ja auch nicht überall, wo man ein Hörbuch hören kann, einfach eine Serie gucken. Ne? Da muss man ja schon ein bisschen aufpassen. Also, ne, das, man muss ja auch hingucken bei einer Serie. Aber ja, ich bin sehr gespannt auf Staffel 6 und dann natürlich 7 und 8 und 9 läuft ja aktuell. Ob es mich so lange begeistern kann. Viele haben ja jetzt auch in Staffel 6 oder schon Staffel 5 aufgehört. Was ich gar nicht so richtig verstehen kann, weil ja, es sind natürlich schon immer ähnliche Konflikte in The Walking Dead, aber gerade die finde ich so unglaublich spannend. Also, dass man auch immer wieder so in die gleiche Dummheit reinläuft und man sich so denkt, würde mir wahrscheinlich so am Ende der Zeit auch irgendwie passieren. Ne? Das, ja, aber gut, so viel dazu. Ja, das war es jetzt auch schon von meiner Bücherwoche. Jetzt ist sie doch ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Ich hoffe auch, dass das mit dem Licht einigermaßen hinguckt, weil so im Display sieht es doch relativ weiß aus. Und eigentlich bin ich ja gar nicht so weiß, so gefühlt. Aber ja, ich hoffe, dass das einigermaßen jetzt geklappt hat mit der Sonne. Ich hoffe, ihr hattet auch so eine tolle Bücherwoche wie ich, beziehungsweise toll. Ja, also jetzt rein storytechnisch war es ja okay, aber natürlich einfach so, dass ihr auch einfach das Bücher lesen und Hörbuch hören genossen habt und schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was ihr vielleicht gelesen habt. Mir ist auch wirklich mega wichtig und interessant eure Meinung zu dieser Doors-Reihe von Markus Heitz, wenn ihr da eine Meinung habt, immer mal gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und natürlich auch, wenn ihr irgendwie was zu The Walking Dead zu erzählen habt, bitte spoilerfrei. Freue ich mich auch sehr drüber, wenn wir da einfach ein bisschen auch in diesen Austausch gehen. Und das war's nun von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.